So. Augenblick mal eben. Ist das hier nicht ein bisschen laut oder was? Also, jetzt wollen wir ja eigentlich Kaffernbüffel jagen gehen. Aber, ach so, nee, ich glaube, das ist hier die kleine Herde, wo nichts bei war. Doch, Moment mal. Ups, falscher. Da könnte schon was bei sein. Das kann ja nicht sein. Wir haben noch ein schwaches Männchen hier rufen. Moment. Irgendwas hat er hier geantwortet. Da. Ah, Gnus. Na, hier scheint nichts bei zu sein, dann gucken wir uns noch mal die Gnus an. Oder ist das nur eins? Nö. Ist das da am Schlafen? Brauchen wir jetzt die Rassel für? Ein Honigstärks. Eins, zwei. Naja, aber die jagen wir jetzt nicht. Wir wollen. Ach, das ist doch alles hier. Keiner reagiert. Dann gehen wir jetzt so wie geplant auf die Büffel. Dazu gehen wir hier in den Nordwesten. Das ist echt eine coole Ecke da. Gibt zwar jetzt nicht so viel unterschiedliche Tierarten, aber definitiv Büffel und definitiv Kudus. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel versprochen. Aber letzte Mal, als ich hier oben war, da waren hier echt große Herden. So, da geht's auch schon los. Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur gucken. Oh, 4 Sterne. Zwei Sterne. Komm, dann nehmen wir den doch, oder? Ich sag mal, nehmen wir uns heute mal vor, die Ausgewachsenen zu nehmen. Büffel können wir ja nicht locken, nach meiner Kenntnis. Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Und dann ist es sowieso schwierig, hier zu ermitteln, was ist eine gute und was ist eine schlechte Genetik. Das hier war jetzt der mit 2 Sterne, aber ist ja egal. Wo will er denn hin? Ich dachte schon, er greift mich an. Ja, und Büffel finde ich auch nicht ganz so einfach, die Organe zu treffen, ehrlich gesagt. Wobei, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Der müsste eigentlich da hinten irgendwo liegen. Bleiben. So, hier das kapiere ich nicht ganz. Manchmal lädt er nur 3 nach. So, und jetzt lädt er 4. Ob das ein Bug ist oder was? Hier die nehmen wir noch mit.
Ich hatte jetzt übrigens mal die Geräuschunterdrückung, wie nennt man das, den Filter da so ein bisschen fein justiert, weil anscheinend das Computer, also der Lüfter zu hören war. Jetzt hoffe ich mal, dass der jetzt nicht mehr zu hören ist. Das weiß ich nicht so richtig. Ich kann es jetzt aber nicht ändern. Wenn das jetzt wieder zu hören ist, dann muss ich mir überlegen für den nächsten Stream. So, was ist, Junge? Wo willst du hin? Während der hier rumrennt, können wir ja mal gucken. Ach, hier war ich anscheinend schon. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Das gibt's ja gar nicht. Was ist der denn noch so flott auf den Beinen? So. Nee. Ich dachte, jetzt ist es. Ja. Jetzt können wir mal eben überlegen. Dann machen wir, glaube ich, mal einen kurzen Screenshot von. So. Machen wir hier die Foto. Ne, das ist wieder so dunkel. Das gefällt mir überhaupt nicht. Moment mal, wie kann ich denn das hier nochmal? Yellowstone verblasst. Ah, komm, nehmen wir Nostalgie. So, wie kriege ich das jetzt hier wieder weg? So. Jetzt weiß ich nicht genau, war das F. Nee. F10 war es. Oh. F11 war es auch nicht. 12, F12 war es. Sehr gut. Zack. Rechte Lunge. Der hat aber. Das ist aber gut. Übrigens war das jetzt hier doch der 4 Sterne oder was? Dann bin ich ja völlig daneben. Ich war mir sicher, das wäre der 2 Sterne. Jetzt muss ich mal gerade nachdenken. 4 Sterne, aber ich glaube, ich habe noch bessere in der Lodge. Von daher 874 Euro eingesackt. Oh, da oben stehen. Also hier stehen welche und da hinten stehen welche. Jetzt muss ich mal gucken, ob das nur Nachzügler sind. Nee, zwei Herden, das ist ja unglaublich. Ja, nur das Anlocken, das wird schwierig. Von daher, dann sollen sie halt wegrennen, ist mir jetzt egal. Erwachsen. Wir haben ja gesagt, nur ausgewachsen, ne? Ja, und Mädels, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wobei da auch die Entwickler nach meiner Info noch, also irgendwie nie so richtig mal gesagt haben, wie das funktioniert, oder? Das war immer nur so gerüchteweise. Hier, weiß ich, die Weiber darf man nicht abknallen, sonst geht die Population kaputt und ja, das jetzt stimmt, weiß ich aber auch nicht. Oh, der Chef kommt schon auf uns zu, das ist ja herrlich. Hier sind noch Gänse. Wie weit ist der? 100 Meter. Treffer. Oh, da hinten. Und das. Ein Kudu-Pärchen. Ja. Ja, zwei geile Schüsse. Also vor allem der zweite. Jeder hat voll den Knochen, ey. Boah. Fast eine Tonne und 97%. Das ist schon geil. Aber dadurch, dass ich zweimal geschossen habe, nicht mal 700 Euro. Egal. So. Jetzt gucken wir mal, ob das eine Flöte ist oder ob der
eine hohe Genetik hat. Nee, der ist gut. Ausgewachsen, 3 Sterne. Komm. Hast lang genug gelebt. Als ausgewachsener 180 Meter. Dann erhöhen wir hier. Bombe. Was waren hier noch? Ach, das waren. Ne, die waren das nicht. Das war irgendeine Fliehe. So. Und da hinten ist schon die nächste Herde. Das ist doch geil. Also hier kann man, also wie gesagt, nochmal für alle, hier oben bin ich. Hier geht echt die Post ab. Herz und Lunge. Ja, super. Ja, jetzt direkt mal weiter hier. Erwachsen, ausgewachsen, super. Noch ein Erwachsener. Naja, komm. Das ist wahrscheinlich zwar der allerbeste. Aber da ich die ja nicht locken kann, ist mir das jetzt egal. Komm. War ein Headshot. Gucken wir mal, ob wir hier schon einmal waren. Ne. So, ich versuche mein Glück. Der ist zwar überhaupt nicht. Oh. Was ist denn los? Ach, die ist zu hoch. 50 Meter. Ja, gibt's das denn? Ich dachte schon, die hätten irgend so einen Schutz, wenn sie in der Luft sind, dass man die erst so runter callen muss, so wie bei Hunter Classic. So war das da nämlich. Aber ich war einfach nur zu blöd zu treffen. Egal. Die werden wir uns auch ausstopfen, denn Vögel habe ich, glaube ich, erst einen in der Lodge. Da ist er. Und da ist das Kudu-Mädel. Auch ausgewachsen. Taxidimieren. Da könnte man jetzt mal überlegen, ob man sagt, naja, ist ausgewachsen, quasi schon eine Oma und partnerlos. Ach, ich sag mal, die schießen wir auch noch. Im Doppelpack hier. Also da war ich mir sicher, dass die liegt. Aber dachte ich eigentlich, das wäre ein guter Schuss. Aber auf so ab 200 Meter finde ich, ist das manchmal echt eine haarige Geschichte. Und jetzt versuchen wir mal was noch was anderes. Da hinten sitzen Hühner, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn hier los? Ach, da sind schon wieder. 600 Meter. Nee, dann nehmen wir mal den etwas kleineren Prügel.
Perlhühner sind das. Treffer. Müssen wir nur gucken, dass wir hier den Kadaver nicht verlieren. Linke Lunge, rechte Lunge. Naja, ging doch. 388 Euro. Ah, da links sehe ich schon wieder was. Wahrscheinlich sind Büffel. Ey, da. Ich habe zwei getroffen. Das ist ja unglaublich. Also jetzt, eigentlich braucht man für sowas eine Wiederholungstaste. Das ist ja krass. 540 Meter. Natürlich vollkommen übertrieben mit einer St der Steier Pro Hunter. Oh, das war auch noch ein Bombenmännchen. 2 Euro. Die gönne ich mir nicht, sondern die werden investiert. Oh, da hat er echt Pech gehabt. Wollte wahrscheinlich gerade einen Wurm oder was essen. Kriegt eine Kugel ins Gesicht. Auch ein Männchen. Aber der war ja ultra scheiße. 0%. Was ist denn das dann? Unfruchtbar. Wird. Ey, die sind ja immer noch hier. So, da hinten sind Büffel, aber das mit den Hühnern, das interessiert mir jetzt gerade. Muss ich jetzt mal eben. Ganz falsch eingestellt hier. Moorhuhn. Weiß ich nicht, ob die jüngeren Zuschauer das noch kennen, aber. Genauso sind die geflogen. Wo ist er denn hier? Eins. Ah, und hier ist der zweite. Äsen. 0%. Achso. Ja. Wird auch gedingenst. Ausgestopft. Die ja jetzt abgehauen. Ich dachte eigentlich, wir sind weit hier noch weg. Ach komm, jetzt lassen wir es mal sein hier. Oder? Warte. Wir machen das anders. Wir haben doch auch noch Flinten. Viel. Die sieht ja geil aus. Dann nehmen wir die. Meter kann der. Das weiß ich jetzt nicht so richtig. Oh, das sind 80. Ob der dann trotzdem bis dahin noch einen Schaden macht? Also hier ist eins, da ist eins. Eventuell ist das da auch eins. Kann ich nicht erkennen. Meter. Warte mal. Die Hühner, die hauen ja nicht ab. Oh, da war ja noch mehr. Hier links, das sind glaube ich alles Hühner. Oder Gänse? Aber ich weiß gar nicht. Ja doch, Gänse gibt es ja auch. Und da sind Kudus, nehme ich mal an. Yes. Okay, so weit kann die dann doch nicht schießen.
Ich kann halt gar nicht erkennen, ob der wegfliegt oder auf uns zufliegt. Das ist eine coole Ecke hier. Also, boah, das haben sie geil gemacht hier mit dem Schrot. Verkaufen? Nö. Für 19 Euro? Lohnt sich ja mal überhaupt nicht. Ja, was ist denn das? Nilgans. Aber ich. Wobei, wir haben ja locker. Aber ich glaube, die Nilgänse, die sind nicht so drauf wie die Hühner. Ups. Ich glaube, die sind deutlich scheu. Ja. Also hauen schnell ab. Jetzt sammeln wir den einen hier noch ein. Oh, das wäre eine geile Mahlzeit jetzt. Hier so drei Hühner. Oder fünf haben wir eigentlich schon. Weil natürlich mit dem Schrot hier Fisselsarbeit ist. Ist die Frage. Kommen wir laufen da jetzt mal eben rüber. Ach, und hier sind die. Oh, ist das geil hier. In jeder Ecke ist ja unglaublich. Ich weiß ja nicht, was ich hier jetzt zuerst schießen soll. Hab jetzt leider nur den falschen Küster am Mann. Denn das ist ja jetzt hier der Holden Jack. Übrigens, ich glaube, dass das hier die stärkste ist. Ich weiß das überhaupt nicht. Falls das jemand weiß, bitte sagen, weil auf die ganz großen gehe ich halt gerne mit der allerstärksten Waffe, die es gibt im Spiel. Oh, jetzt nur irgendwie so eine Vermutung. 268 Meter ausgewachsen. Ja, dann machen wir das doch. Weiß nicht, wo der da. Oh. Was ist denn hier mit dem Punkt los? Wieso ist denn der Punkt so scheiße? Also für mich sah das so aus, als wäre der letzte Schuss in den Arsch gegangen oder ins Bein. Und das soll jetzt der tödliche gewesen sein. Der war eigentlich schon mal richtig gut. Hier, Lunge und Hauptschlagader. Der hat auf gar keinen Fall die Lunge getroffen. Weiß ich nicht, warum das hier gesagt wird. Und ja, der tödliche Schuss hat den in der Kniekehle verletzt. Herzlichen Glückwunsch. Aber mal eben gucken hier. Oh, krass, er auch fast. Also 1000 Kilo habe ich noch nicht gesehen. Aber auch das hier ist schon ziemlich geil. So, das nehmen wir hier auch noch mit. War aber jetzt ein heftiger Leck. So, die Gänse sind noch da. Ach, und hier sind jetzt die Büffel. Der ist auf jeden Fall auch ausgewachsen. Das sehe ich schon an den dicken Prügeln, die der um sie mit sich rumträgt. Komm, wir machen einen Weitschuss. 400 Meter. Nein, jetzt lauf nicht vor die Bäume. Oh, der ist aber auch ausgewachsen. Wenn das nicht eh jetzt der gleiche ist. Ups, was denn hier? Ins Gemüse. Der muss sich jetzt nur noch richtig drehen. Stimmt, der. Also, ich glaube, der war das vorhin. Der ist gar nicht ausgewachsen. Das Gehirn von dem sieht ja viel krasser aus.
Komm, dreh dich. Oder komm, wir nehmen den. Oh, der war schlecht, der Schuss. Ah, doch. Wenn die sich so senkend verhalten, dann ist das immer sehr gut. Dann haben sie richtig einen mitgekriegt. Jetzt muss man nur mal gucken, ob der hier noch mitrennt. Ja, da ist er. Und ich vermute mal, wenn er sich jetzt legt, dann ist er eh nicht tot, sondern er rennt dann wieder weg, wenn wir dahin fahren. Von daher markiere ich den jetzt hier. Und lass den da erstmal. Und dann gucken wir uns erstmal die Gänse an. Oder. Warte mal, wie macht man denn nochmal Spurmarkierung? Yes, das wollte ich. Weil dann können wir das rote Ding wiederverwenden. Irgendwo habe ich auch mal in einem Video gesehen, dass das irgendwie mehrfach gesetzt werden kann. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. So, jetzt mal gucken, dass die Gänse nicht so. Oder warte mal, wir machen erst einen Kudu. Gucken mal, ob die dann abhauen von dem Knall. Wenn sie dann abhauen, dann ist es eh egal. Dann werden sie auch abgehauen, wenn wir mit der Holden Jack dahin gerannt wären. Ausgewachsen. Jung. Ausgewachsen. Na, dann nehmen wir den. Den, oh, der sieht ja den da. 250 Meter. Also das ist ein ganz kompliziert. Das finde ich immer so doof. Hier unser Zielfernrohr hat nämlich keine 250. Und die stehen schlecht. Könnte man höchstens einen Kopfschuss versuchen. Ja, ist es denn? Übrigens, die Gänse hauen nicht ab. So, der wird da jetzt verenden. Jetzt wollen wir noch mal gucken. Übrigens Taste F muss man nicht mehr die Richtung drücken, dann läuft er automatisch. Also ich drücke gerade gar nichts. Nur so als Tipp, wer das nicht weiß. Er kommt genau auf uns zu. Und der da auch. Und jetzt hoffe ich mal, wenn ich schieße, dass der dann auch zu uns fliegt. Oh, ich habe da welche verletzt, aber die sind nicht runtergeflogen. Natürlich doof. Ja, das war schon zu weit weg. Ah, egal, eine. Männchen. Moin, hier. Boah, das ist schon. Das ist wirklich geil hier mit der Schrotflinte. Sieht krass aus. 30 Euro. Schöne Weihnachtsgans. Taxi der Mieren. So, dann nehmen wir noch hier ein. Ah, die Gänse kommen, glaube ich, gerade wieder. Was ist hier? Nee. Ups.
ich jetzt wieder welche verletzt. Allerdings, wenn die jetzt doch mal umdrehen, dann das wäre ja nicht schlimm. Die stopfen wir uns alle aus. Helmperlung. Ach hier, das war schon so ein Verletzter. Nice. Der auch. Aber ich glaube, jetzt drehen sie nicht mehr um. Sieht mir nach Wegfliegen aus. Oder? Ich sehe das nie, ob die jetzt kommen oder gehen. Aber die gehen, glaube ich. So, dann. Wo ist das Auto? Da. Dann werden wir jetzt mal den Kudu suchen. Jawohl, ja, ich wollte schon sagen, also den hatte ich eigentlich ganz gut erwischt. Ach die Scheiße, der Kopfschuss ist ja mega misslungen. Und das war ein, der, das war tödlich. So, der, ja, der glaube ich auch, aber. Also, das verstehe ich nicht. Linke Lunge, rechte Lunge. Wo denn? Egal, 300 Kilo, immerhin. So, und jetzt. Ich glaube, da sind die Kudus da hinten. Markieren wir uns mal. Und fahren wir jetzt zu dem. Ach, und da stehen auch noch die anderen Kaffernbüffel. Ja, das ist gut. Dann fahren wir mal hier so eine Kurve. Um den nicht aufzuschrecken. Zwei Herden sogar. Eine links, eine rechts. Oh. Alter, was ist hier los? Der da hinten sieht mir ausgewachsen aus. Der hier, oder? Oder ist der. Nee. Nee, nee. Ich glaube, der ist. Nee, ich glaube, der war noch was zu jung. Übrigens, das Auto hier kann ich nur empfehlen. Tausendmal geiler, um hoch und runter zu fahren. Hier für so Hügel und so was. Da ist die andere Karre echt schlecht im Vergleich. Also dieser Straßenjeep, sag ich mal, ausgewachsen. Naja, dann nehmen wir den doch direkt hier aus 100 Metern. Und wenn wir Glück haben, bleibt die andere Herde sogar noch hier. Mit dem Headshot. Und wir haben Glück. So, einmal laden. Jetzt haben wir hier einen, da einen. Und der ist auf jeden Fall ausgewachsen. Der hat ja mega das Gehirn. Er steht nur schlecht. Ach so, wir sind auch 300 Meter. Jetzt. Was war denn das für ein Sprung? Oh. Oh. Der war gut. Der war richtig gut. Hab keine Dingens mehr im Lauf.
sind schon 400 Meter. Das war wieder so ein Arschbackenschuss. Aber egal. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern hier an den 969. Ups, nee, da nehmen wir lieber die Kohle. Jetzt müssen wir hier den blauen noch wegmachen. Entfernen. Dann den. Nur 72 sogar. Verschwendet. Und dann den. Und da hinten steht die Herde. Oder ist eine andere, weiß ich nicht. Aber da werden wir nochmal einen Weitschuss wagen. Also, oh, war der schlecht. Der erste, der war, also, der war noch schlechter. Und der war richtig gut. Ja, also, das 981. Ich glaube, das war der schwerste, den wir bisher hatten hier heute Abend. Trophäenwertung 4 Sterne und so schwer, da würde ich mal fast sagen, den stopfen wir aus. Das hat er sich verdient. Außerdem habe ich den ja auch ein bisschen leiden lassen. Hier ist eine und da ist eine. Und die sind 400 Meter. Und der ist auf jeden Fall ausgewachsen, das sehe ich. Neben dicken Prügel. Oh, ich habe nicht nachgeladen. Das war ja richtig dumm. Na, das bringt nichts jetzt hier. Ein Hinterladerschuss. Aber so wie der gelaufen ist, sage ich mal, der liegt gleich. Hier unten sind noch die Kudos. Das waren ja die, wo keiner. Hier war der Junge. Und der war auch noch alt. Warte mal. Wie weit ist er? Also ausgewachsen. 171 Meter. Ach nee, hier. Ach, muss ich jetzt noch mal eben prüfen. Erwachsen. Ausgewachsen. Jung. Jung. Ja, da wird doch wohl einer bei sein mit schlechten Genen. Nö. Ja, dann kommt der Alte weg. Warte mal, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Ich habe hier was auf die Tastatur gedrückt, weil ich nicht wollte. Welcher ist es denn jetzt? Der? Ne, man sieht den gar nicht mehr. Was ist denn das? Moment. Ach doch, der. Ja, aber so kann ich nicht schießen, das ist unverantwortlich. Übrigens, das Scope hier haben sie neu reingemacht. Und zwar gratis. Finde ich richtig geil. Mit dem letzten Update oder Patch. Perfekt.
Was ist denn mit ihm los? Linke Lunge. Krass, der hat direkt danach 304 verkaufen. Wir müssen schön Geld sparen, weil irgendwann wird ein DLC oder irgendwie sowas kommen mit richtig geilen Sachen und dann will ich die Kohle haben. Moment mal. Luxus. Ja. Ach so. Moment, wieso? Ich habe ja hier voller Schlechte die ganze Zeit. Moment mal. Ja, klar. 10 mal 42 und dann. Das habe ich ja nie geändert hier. Das kann 8-mal und das kann 10-mal. Ah, bin ich doof. Egal, jetzt haben wir das Luxus-Fernglas. Da stehen die Ochsen, aber. Ich muss jetzt erstmal hier den alten einsacken, den wir aus 400 Metern abgeknallt haben. Da liegt er doch. Linke Lunge, der war schon mal okay. Oh, der war. Ja, der war schon gut hier. Oh, 988 und eine 5er Trophäe. Krass. Der kommt auf jeden Fall. In die Lodge. In die Lodge kommt da. Und da hinten stehen schon wieder. Ist mir fast noch nicht weit genug weg. Da man kann das Luxus-Ding. Nö, kann aber jetzt nicht mir sagen, ob das hier ein Weibchen oder ein Männchen ist. Wäre cool gewesen, wenn er das gekonnt hätte auf die Entfernung. Haben wir hier noch irgendwas richtig weit weg? Da. Das ist ein Huhn aus 500 Metern. Den Schuss wagen wir. Oder ich leg mich, glaube ich, hin. Ah. Ach, ein Dingens war das sogar, eine Gans. Aber ich habe nicht getroffen. Versagt, Moment. Treffer. Ja, den kann ich ja jetzt nicht markieren hier. Werde ich schon finden. Also erstmal die Muni auffüllen. Zack.
Sogar ein echt guter Treffer. Warte mal, wo steht denn das nochmal hier? 492. Ja. Wird ausgestopft. So, den jetzt, warte mal, da machen wir genau, dann leuchten die ja manchmal. Oder eigentlich immer. Eigentlich. Oder war es doch noch ein Stück weiter weg? Das habe ich befürchtet. Aber so weit weg war das doch nicht. Oder etwa doch. Ich sehe es nicht. Also vielleicht habt ihr das schon längst gesehen, aber ich bin zu blind. Hier sind nur die ganzen, ah, die nehmen wir auch noch mit eben. Also das ist ja jetzt ärgerlich. Ich war mir sicher, dass der irgendwo hier vorne liegt. Boah, der brauchte 100 Jahre, um den Püster zu ziehen. Da hinten sind auch schon wieder welche. Da habe ich jetzt geschlafen. Also ich gucke jetzt noch mal eben hier. Und jetzt habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig gemerkt, wo die anderen sind. Ja, Mensch.
Menschens Kinder, das gibt's da gar nicht. Offensichtlich schätze ich die Distanzen völlig falsch ein, wenn die fliegen, und suche hier an den völlig falschen Orten. Oder ist das hier? Oder diese komische Leuchtsäule funktioniert doch nicht. Die soll ja eigentlich gerade helfen bei so kleinen Viechern. Aber die hilft mir gerade gar nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Also das ist ja schade und ärgerlich. Da. Uno. 172 Meter. So. Und da ist die zweite. Ach, ich habe schon wieder welche. Doch, die kommen. Die. Nee, die. Doch, die kommen wohl. Voll daneben geschossen. Was ist hier? Also der erste war aber eigentlich ein Treffer. Egal. %95. Ich kann nicht treffen. Normalerweise müsste ja da hinten noch eine liegen. Also mindestens eine. Oder bin ich jetzt hier total verwirrt? Gibt's ja nicht. Die habe ich auf jeden Fall erwischt. Ah, da ist er. Oh, fehlt uns immer noch eine Weitschuss ganz, aber eventuell muss man das jetzt auch einfach mal akzeptieren. Ist aber schwer zu akzeptieren, weil die war, glaube ich, weiter weg als die erste. Das wäre schön, die noch zu finden.
So, endlich mal. Jetzt habe ich irgendwas freigeschaltet. Na. Und irgendwas flüchtet hier gerade. Büffel. Da gucken wir jetzt aber mal eben. Charakter. Schon wieder vergessen, wie das jetzt hieß. Das hier wahrscheinlich. Augen ausrichten. Nur ist doch cool hier. Vorausgesetzt, das gilt für alle Waffen. Ah, okay, man muss doch das Dingens hier gedrückt halten. Ich dachte, dieser Kegel, der kommt automatisch. Ja, dann ist das wahrscheinlich gar nicht möglich, das vom Auto aus zu sehen. Aber die beiden waren es schon mal nicht. Kaffernbüffel. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen, oder ich bin jetzt so ein bisschen abgekommen davon, Büffel zu jagen. Aber die Gelegenheit, die sich jetzt geboten hat, die war einfach zu gut, sag ich mal. Die war richtig gut. Nilgans. Naja, eben gucken, wo das Auto steht. Das steht da hinten. Also ich gucke noch einmal eben hier. Meter, dann nehmen wir doch mal Büffel. Ja, komm. Und das wäre geil für einen Weitschuss. 500 Meter. Dann nehmen wir erstmal die Büffel hier und dann Kudu. Aber ach komm, ein Sterne erwachsen ist quasi auch schon erlaubt. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das war. Irgendwas raschelt hier. Da bin ich immer in Sorge, dass ich doch noch attackiert werde, weil die attackieren auch. Ist mir auch schon mal passiert. Weiß ich nicht, wer das jetzt hier ist. Komm, dann wird es hier, die sieht alt aus. Ja, guck. Jetzt greifen die mich hier an. Zu zweit auch noch. Mal gucken, ob ich ausweiche. Zu dritt? Boah.
die wird verenden. Die anderen habe ich, glaube ich, nicht so gut getroffen. Ja, das war ja mal ein bisschen spannend. Ja, das muss reichen. So. Ich nehme jetzt mal so ein Weibchen hier raus. Übrigens hinlegen, C gedrückt halten. Ach doch, hier ist ja noch so ein ausgewachsener. Oder? Nee. Der ist, glaube ich, nur erwachsen. Dann nehme ich die hier. Ah, bleib doch stehen. Auf jeden Fall Lunge getroffen. Oder auch nicht. Ist noch ganz schön flott. Meter. Bombs. Das gibt's doch nicht. Da rennt die wie ein junges Reh. Was ist denn jetzt los? Die hat doch zwei Treffer gekriegt. Meter. Das habe ich gewusst oder geahnt. Dass mein Auto weg ist. Also weg jetzt nicht, aber es ist ein ganz schönes Stück. Naja, wir müssen jetzt eh nachsuchen. Wir sind ja einige angeschossen. Da liegt schon einer. Ach so, warte mal, hier ist ja das. Die Lodge oder so eine Art Parkplatz. Da holen wir uns direkt mal das Auto. Moment mal, war das denn überhaupt das Tier, was ich als allererstes geschossen hatte? Da war ich mir eigentlich sicher, ich hätte einen Lungentreffer geschafft. Ja, hier ist noch eine Blutspur. Ich laufe jetzt einfach zu Fuß, ist ja egal. Mittlere Menge, das ist gut. Kann natürlich sein. Ach so, ja, wahrscheinlich ist das hier nur die olle Zippe. Glaube ich fast.
Ah, das wird sie sein. Oh, dann habe ich wohl zwei angeschossen, die gar nichts haben. So, jetzt rennen sie. Ich nehme mal an, weg. Ich hoffe, es ist weg, weil wenn sie mich jetzt angreifen, ich sehe hier nichts. Dann erwischen sie mich unerwartet. Die waren gut. 577 Meter. So. Aber das waren auch, glaube ich, nur so richtig schlechte Schüsse. Von daher, die werden jetzt überleben, halb so wild. Brauchen wir uns kein schlechtes Gewissen machen. Wo ist er denn? Hier. Der war ein Treffer. Da gibt's nichts. Aber einen haben wir. Es ist immer noch schade, dass ich den einen da nicht gefunden habe, aber mein Gott. Ah. So, dann wäre jetzt mein Vorschlag. Augenblick mal eben. Kurz was gucken. Sofort wieder da. Ah. Sehr gut. So. Genau. Warte mal, der Stream läuft jetzt, glaube ich, schon eine Stunde. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Da liegt ja einer. Ist ja krass. Ja, ich wollte es doch schon sagen. Die eine, die ich hier aufgehoben habe, die, das war nicht die mit dem ersten Anschuss. Das da hinten ist die mit dem ersten Anschuss. Wenn sie einen Lungentreffer hat, ist es. Sprinten wir mal hin. Andere sind hier, glaube ich, nur Felsen, ne? Da ist auch noch so eine dicke Blutspur. Müssen wir gleich mal gucken gehen. Natürlich sein, dass die jetzt von dem hier ist, der irgendwie so eine Kurve oder was gelaufen ist. Das ist er. Und der klassische Oberschenkeltreffer.
Muss man eben gucken. Weiß gar nicht, ob die Blutspuren dann direkt verschwinden, wenn man den. Nö, das Tier werden sie ja gewesen sein. Aber da hinten. Gut, wenn die jetzt, wenn die Blutspuren jetzt mega lange noch bleiben, dann ist das mit Sicherheit von irgendeinem anderen. Aber wenn das von einem ist, den ich noch nicht eingesammelt habe. Na dann habe ich ja noch was zu tun hier. Und bevor ich gleich aus dem Stream rausgehe, werde ich auf jeden Fall noch die Lodge besuchen und da noch ein bisschen Tiere ausstopfen. Ist auch noch ein. Ach, das ist gar kein. Doch. Das weiß ich nicht genau. Ich nehme an, das Tier ist hier lang gelaufen. Ach, das ist bestimmt die, die wir schon aufgehoben haben. Da unten geht's runter. Da. Also ich sage jetzt mal, haben wir. Ja, wobei, da haben wir geparkt und sind dann noch so ein bisschen hochgelaufen. Und die Spur. Das. Wieso sieht man das jetzt hier so krass? Okay, das ist die von der. Ne, da hinten liegt doch einer. Ja, sag mal. Das ist ja unglaublich. Da muss ich noch eben hin. Das ist ja krass. Wann haben wir den denn geschossen? Hab definitiv zu viel rumgeballert, glaube ich. Ich habe völlig den Überblick verloren. Scheiße. Jetzt hätte ich sie fast aufgeschreckt, weil ich hatte noch das F gedrückt. Oder das F war halt noch an. Jung, jung, erwachsen. Ja, dann kommt der Erwachsene weg. Cool, hier findet man echt noch eine Menge Spuren. Ja, aber es ist krass. Das heißt, das also ist schon groß, das Gebiet, wo die sich aufhalten hier. Das ist nur eine Gruppe.
Ja, das war mal ein Volltreffer. Herz, Hauptschlagader, Lunge links, Lunge rechts. Naja, lach auch sofort. Steht das nicht hier sogar irgendwo? Wie lang der. Nee. Aber anscheinend sind die auch nur Stufe 5. Also sonst hätte ich ja 5 Sterne gekriegt. Übrigens, geile Prozentzahl hier. Ist natürlich blöd, aber egal. Egal. Da ist er. Ah doch, ich erinnere mich, das war einer, der mich angreifen wollte. Den hatte ich nur von hinten erwischt. Ja. Krass, dass der von sowas stirbt. Also da hätte ich jetzt aber gedacht, ich habe ja hier nur Fleisch getroffen. Eventuell noch den Knochen. Aber wenn wir hier mal das beobachten, hier war das ja nicht mehr so viel Power. Ist sogar dran vorbeigegangen am Knochen. Krass. Ja. Cool. Kartengrenze. Ja, macht nix. Wir teleportieren uns mal.